guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Heute wollten wir eigentlich nur unsere Schmiedefelgen nochmal vorstellen, weil es bei manchen noch nicht ganz so angekommen ist, dass das, was wir haben, eigentlich Schmiedefelgen sind. Schmiedefelgen, eine Erklärung dafür, soll man erklären, Schmiedefelgen, wie gesagt, zu Gussfelgen. Gussfelgen werden eigentlich so hergestellt wie alles andere, wie an verschiedenen Aluteilen in der Industrie jetzt gemacht wird, ob das Motorblocks sind oder Kolben sind oder sonst was. Da gibt es eine Form, da wird das flüssige Alu reingegossen, dann kriegt es seine Form und dann wird es abgekühlt und dann wird es rausgeholt. So, und dann wird es hinterher bearbeitet. Und bei der Unterschied zwischen Gussfelgen und Schmiedefelgen ist der, dass die Gussfelgen durch das Gießen Lunker drin haben. Da ich ja früher beim Kolbenschmidt gelernt habe und dort gearbeitet habe, habe ich die auch geröntgt und keine Ahnung wie kontrolliert. Und daher weiß ich das, was eigentlich ein Gussteile sind. Also da entstehen kleine Löcher, die sieht man so eigentlich mit dem Auge nicht. Aber dadurch ist die Festigkeit nicht so da, wie wenn die Felgen oder die Blanks geschmiedet sind und dann bearbeitet wurden. Geschmiedete Felgen sind im Prinzip, können wir nachher mal einblenden, das ist eigentlich so ein Klump, ja, und daraus wird die komplette Form gedreht und rausgefräst. Und das, was wir jetzt hier anbieten, diese ganzen 19er und 20 Zoller in zwei Designs, wie soll ich das sagen, weil viele sagen, wie kommst du da hin mit dem Preis? Wenn du vier solche Blanks jetzt kaufen würdest, die jetzt komplett zu sind, also reine Blank kannst du auch mal einblenden, und die dann rausfräst, das sind ja Kosten. Die Blanks kosten zum einen mal schweineviel Geld, das Fräsen natürlich auch, aber hauptsächlich sind die Blanks das, was die Felge hauptsächlich teuer macht. Wenn du aber vier Blanks kaufst, wird das natürlich teuer. Wenn du 100 Blanks kaufst, wird das ein bisschen billiger, aber wenn du 10.000 Blanks kaufst, dann kriegst du sie relativ günstig. So, und die sind praktisch aus dem Vollen gefräst worden. Und deswegen die 19er 15,99, die 20er 19,99 plus 200 Euro Zentralverschlussdeckel, die könnt ihr, generell sind die dabei. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten, farblich oder auch von der Schriftform her. Und dann gibt es auch die Deckel. Die Deckel sind aus Alu. Das Gute ist, Standard ist rot, schwarz, blau, gelb. Hast du richtig? Ja. Ja. Und die außen Deckel hier, das was ihr jetzt in schwarz seht, ist eigentlich schwarz. Man kann natürlich diese Felgen in individueller Farbe bestellen. Da gehen wir natürlich her und nehmen rohe Felgen dafür, die wir dann auf Wunsch, keine Ahnung, sagen wir mal schwarz drehen, Schwarzpulvern Front drehen und dann können wir den mit dem dunklen Klarlack machen, können wir auch vielleicht ein, zwei Bilder einblenden oder auch mit der Candy Front machen oder man kann es komplett in Candy machen und die Front drin, man kann da alles machen. Da zeige ich euch die Maschinen nachher auch dazu und das können wir alles vor Ort machen, dauert vielleicht eine Woche maximal und dann ist das auch erledigt, kostet natürlich Aufpreis. Diese Varianten, was ihr hier seht, sind Standard. Und diese Zentralverschlussdeckel, die können wir auch, die haben wir dann auch in Roh da, können wir auch der Felge anpassen in verschiedenen Wunschfarben. Den haben wir jetzt auch eins gehabt mit Weiß, gell? Auf weißer Felge. Mhm. Können wir auch nachher einblenden. Und natürlich auch, wir können rumspielen halt, ne? Wie ihr seht. So, und das Geilste ist, kommt auch in Carbon. Also nur der Ring ist in Carbon, das bleibt in Alu, ja, und ich glaube, damit fahren wir gut. Weil das Carbon, ja gut, auf schwarzer Felge sieht es jetzt nicht so, aber auf Weiß oder Silber oder so kommt es echt gut. So, und der Deckel hier im Prinzip, den tust du nur so drauf. Fertig. Warum haben wir Schmiedefelge genommen? Also die 19er, einmal
natürlich guckt heute jeder nach dem Gewicht. Die 19 Zoller sind wir mit 57 Kilo Traglast. Und also in Rohzustand unter 10. Also 9,9 noch was. Mit Pulver 10,1 oder so. Aber wenn sie gedreht sind, kommen sie wieder auf 10. Ja, dass wir ungefähr auf 10 Kilo kommen, das wollten wir eigentlich die ganze Zeit. Und die 20 Zoller, die sind auf 12 Kilo, glaube ich. Aber dafür 960 Kilo Traglast. Das heißt, die können auch auf SUVs oder auf Vans oder sonst irgendwo gefahren werden. Das wollten wir ja auch, dass wir da uns nicht so arg einschränken. Was wollte ich noch? Ja, Lochkreise. Ne? Lochkreise haben wir jetzt aktuell Gutachten da. 5x112, 5x114,3, 5x115, 5x120. Was jetzt noch kommt, ist 5x108 und 5x110. Servus! Auch mit Gutachten, also für sehr, sehr viele Fahrzeuge im Prinzip. Also qualitativ ist es natürlich auch gut, für den Preis eigentlich unschlagbar. Das sind auch nur wirklich, weil wir die 10.000 Blanks haben. Wir werden natürlich durch die 10.000 Blanks, jetzt werden wir jetzt auch hergehen, nicht nur diese zwei Designs hier machen, sondern da werden wir jetzt auch andere Designs draus machen. Deswegen haben wir die 10.000 Blanks praktisch da als Vorrat, die dann hinterher individuell gefräst werden können. Neben diesen Schmiedefelgen haben wir jetzt auch diese Flowform Design. Aber jedoch nur in 21 Zoll, in 9x und 10,5x21. Die Hinterachse ist etwas konkav, nicht viel, die vorderen eigentlich nicht. Aber trotz dessen sieht das Design sehr gut aus. Eigentlich sehen ja Felgen heute nur gut aus, wenn sie konkav sind. Aber die sehen auch wirklich so gut aus. Was halt mega ist bei den, ne, bei den 9er und bei den 10,5er, dass du sie wirklich auf alle... auf alle Bremsanlagen drauf kriegst. Also wir haben die Vorderachsen probiert auf RS6, RS4 Keramik, S63. Wo haben wir sie noch probiert? M5. Also da hast du überhaupt kein Problem. Die haben wir auch mit verschiedenen Einpresstiefen. Gerade vor allem die 10,5er, die kannst du halt also rundherum auf dem RS6, RS4 oder so fahren. Haben wir auch schon probiert. Ja, und die gibt es in diesen zwei Ausführungen, 120 und 112. Oh, 114,3. Kommt noch, ja. Ja, kommt noch, ja. Ja, und natürlich kann man die auch individuell bestellen. Man kann sie natürlich in zig Arten, Farbarten, gedreht oder nicht gedreht, das gleiche Thema wie bei den RZ-Felgen, individuell bestellen. Vorher nochmal bitte anfragen und dann findet man dafür auch eine Lösung. Also Gutachten, 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 Gutachten. Unsere andere Schmiedefelgen, die größeren, haben jetzt auch Gutachten. Jetzt kommen auch die viele, viele nach in 22 Zoll, in 23 Zoll, die jetzt auch Gutachten kriegen. Und dann sind wir eigentlich schon gut ausgerüstet für dieses Jahr. So, jetzt gehen wir mal zum Pulver oder zum Drehen. So, das ist unsere bekannte Drehmaschine. Die kennen viele Leute wahrscheinlich auch von Firma Reifenprofi. Das ist ja auch hier, wo wir mit Levella sind. Reifenprofi ist ja eigentlich dafür gedacht, dass sie nur Originalfelgen mit Originalfelgen handeln oder auch so solche Beschädigungen hier rausmachen. Und das nutzen wir natürlich auch gleich für die Levella-Felge, indem wir sie zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal eine Felge schwarz matt pulvern und hinterher die Front drehen. Jetzt bei dem könnte man auch hier machen, komplett entlacken, matt pulvern, hier Glanz drehen und dann kann man sich überlegen, mach mal matte Klarlack drauf, mach mal Glanzklarlack, mach mal farbigen Klarlack, mach mal dunklen Klarlack. Im Prinzip kann man da alles machen. Da können wir komplett spinnen. Das ist die Maschine dafür. Die Maschine haben alle Hersteller im Prinzip genau dieselbe. Deswegen ist mir damals auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass die Qualität halt wirklich originalgetreu ist und nicht ja, so lala. Und ja, dann zeige ich euch mal eigentlich, wie das Ganze noch funktioniert mit dem Pulver. Und dann gehen wir mal darüber. So viel zum Drehen.
wie ihr seht, haben wir natürlich auch Kundenaufträge da jetzt, wo zum Beispiel Innenbetten, das sind jetzt aber auch kleine Felgen, Innenbetten praktisch pulvern, die sind jetzt alle entlackt, gestrahlt und jetzt werden sie wahrscheinlich in Schwarz-Matt gepulvert. Ob das jetzt Betten sind oder Sterne sind oder ob das irgendwelche Felgen sind, hier sind wir auch. Die sind zum Beispiel auch alle entlackt, gestrahlt und jetzt werden sie anschließend gepulvert und dann kann man das mit dem Drehen machen oder nur gepulvert lassen. Individuell, wie es ein Kunde haben möchte. Es kommt auch oft vor, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, die Felge ist ihnen in Anthrazit, Front gedreht, ich hätte sie aber gerne schwarz, Front gedreht, ist eigentlich auch kein Problem. Das machen wir ja auch mit den Lavella-Felgen. So, nach dem Drehen, wie gesagt, kommt hier nochmal der Klarlack drauf. Das wird ja alles bei uns im Haus gemacht. Pass auf, du wirst gleich überfahren. Überrollt und da wir das alles vor Ort machen, das war mir auch ganz wichtig, können wir das selber lenken, wann und wie schnell wir etwas eigentlich, was ich dazu sagen wollte, aber ich habe hier, nee, du tust ja eh rein, nee, vor, egal, zu jedem Floorform und zu jedem RZ-Felgen Satz gibt es das gratis dazu zum Probieren, einfach mal tun wir ins Paket mit reinlegen, probiert es mal aus, das ist unser Felgenreiniger übrigens. Wenn natürlich Schmiedefelgen gekauft werden, also die großen Lavella 22, 23 Zoll, dann gibt es das hier. So, und natürlich in Kombination mit Felgenschloss hier. Überall fürs passende Fahrzeug. Und das gibt's auch. Da sind dann ein paar Bilder von unseren Fahrzeugen drauf oder beziehungsweise Felgen. Und gerne nehmen wir natürlich dankend alle eure Bilder von eurem Fahrzeug mit unseren Felgen drauf auf. Die würden wir dann auch gerne posten und auch markieren und. Ich werde gerade angestarrt von meine zwei Tolken. Ja, das sind, so sind sie halt. Aber wenn mit sowas hier nicht verblödet, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, jetzt gehe ich die Mädels ein bisschen verhauen. Also.